Die Fotos, die aus Syrien aufgetaucht sind, sind erschütternd und sie sind die bisher klarsten Indizien, dass Machthaber Bashar al-Assad Verbrechen gegen die Menschlichkeit begeht. Auf den Fotos sind die Leichen von rund 11.000 Häftlingen zu sehen, die gefoltert wurden. Die Häftlinge wurden ausgehungert, verprügelt, stranguliert und vieles mehr. Ein syrischer Militärpolizist hat sie außer Landes geschmuggelt. Seine Aufgabe soll es gewesen sein, die getöteten Gefangenen zu fotografieren. Unter diesem Eindruck beginnt Mittwoch die Syrien-Friedenskonferenz in der Schweiz. Frederik Pleitgen berichtet aus Syrien und Björn Heckmann berichtet. Dieser Krieg macht viele Menschen zu Opfern. Die, die wie in Aleppo zwischen die Fronten von Regierung und Oppositionskämpfern geraten. Und auch die, die vor den Kämpfen flüchten konnten, die traumatisiert und verletzt worden sind und nun in Lagern wie hier in Jordanien leben. Niemand unterstützt das syrische Volk, sagt diese Frau. Wenn die internationale Gemeinschaft die Krise lösen wollte, dann würde sie das tun. Die Menschen werden hier für nichts getötet. Niemand schert sich um Syrien. Ein Bericht über Folter und Mord im Namen des syrischen Regimes könnte das vielleicht nun ändern. Er basiert auf insgesamt 55.000 Fotos, die zu verstörend sind, um sie offen zu zeigen. Drei ehemalige Ankläger in Kriegsverbrecherprozessen halten die Bilder für echt. Sie sprechen von systematischer Folter durch Regierungsbeamte, von Massenmord an 11.000 Häftlingen und sie ziehen Vergleiche zu Konzentrationslagern der Nazis. Wir kommen zu dem Schluss, dass es Tötungen von industriellem Ausmaß waren. Sie waren regelmäßig, systematisch und sie haben jahrelang gedauert. Die Fotos stammen angeblich von einem Fotografen der syrischen Regierung, der nach eigenen Angaben geflüchtet ist und die Bilder der Opposition zur Verfügung gestellt hat. Und die Aufnahmen erhöhen den Druck auf Präsident Assad, der immer wieder leugnet, für Massaker an der eigenen Bevölkerung verantwortlich zu sein. Bislang gibt es noch keine offizielle Stellungnahme der Regierung hier in Damaskus, aber hinter vorgehaltener Hand sagen viele Menschen, dass sie wenig überrascht sind über Folterberichte aus syrischen Gefängnissen. Die Knäste hier im Land sind berüchtigt für ihre miserablen Haftbedingungen und dass immer wieder Menschen dort eingesperrt werden und nie wieder auftauchen. Der Folterbericht erscheint nun unmittelbar vor den Friedensverhandlungen in der Schweiz, zu denen am Abend auch US-Außenminister Kerry eingetroffen ist. Doch es ist äußerst unwahrscheinlich, dass die Delegation des syrischen Regimes in Montreux Kriegsverbrechen einräumen wird oder sich etwa freiwillig zu irgendwelchen Zugeständnissen bereit erklärt, auch wenn die Opposition dies eindringlich fordert. Wir werden nichts Geringeres akzeptieren als die Entfernung des kriminellen Bashar al-Assad und den Wechsel des Regimes. Die Kriminellen müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Neutrale Informationen sind aus Syrien jedenfalls kaum zu bekommen. Das gilt für Aussagen der Regierung genauso wie für die der zerstrittenen Opposition. Und so lässt sich auch nicht überprüfen, ob diese Bilder aus dem Norden Syriens tatsächlich die Folgen eines Regierungsangriffs zeigen. Doch wer auch immer dafür verantwortlich ist, für die Opfer, und die meisten davon sind Zivilisten, macht das wohl kaum einen Unterschied.